Was geht ab, liebe Leute? Scheiße. Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Mafia 2. Ich habe jetzt genug Cash verdient. Wir können weitermachen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir gehen jetzt zu Joe, ihr seht es schon. Und dann können wir unsere Schulden hoffentlich begleichen. Ich habe jetzt nur, ich weiß nicht, wie viel habe ich gebraucht? Drei, vier Autos ungefähr. Abliefern in der Schrottpresse. Und ja, jetzt können wir weitermachen mit der Story. Joe war nicht zu Hause. Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten. Also ging ich noch was essen. Zwei Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. Oh, Joe. 6 Stunden später schon. Ja, damals gab es natürlich... Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Damals so ohne Handys, wa? Kann man sich nicht mal kurz kontaktieren. Babygeschreie, Babys! So, Moment mal eben. Mit dem bin ich auf jeden Fall ein bisschen schneller unterwegs. Okay. Das kann ich nicht nutzen. Ernsthaft jetzt? Oh mein Gott! So. Das kann doch wohl nicht angehen, ey. Der ist auch nicht so langsam. Nehmen wir den einfach. Auch wenn die Karre kaputt ist, scheiß drauf. Die ist schnell. Alter, die ist richtig schnell. Die sieht irgendwie aus wie so eine... Wie so eine Zukunftsversion eines Autos. So, weißt du, wenn du gerade, keine Ahnung, wenn du gerade in den 30er Jahren bist und dir vorstellst, wie die Autos in den 50ern aussehen, so sieht es irgendwie aus. Naja, wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid wieder. Wir sind nämlich wirklich kurz vorm Ende, ja. Es ist nicht mehr lang. Vielleicht jetzt noch das und noch eins oder das und noch zwei allerhöchstens. Und dann sind wir durch. Und trotz dessen, dass es immer wieder mal, was heißt immer wieder mal, ich glaube 1, 2, 3 Mal gab es mal kein Part oder einen Tag Pause. Trotzdem schaffen wir es locker flockig vor Mafia 3 fertig zu werden. Eigentlich wollte ich es ja so timen, dass ich wirklich ungefähr einen Tag vorher, na, mal gucken. Mal gucken, wie ich das mache. Mal gucken, wie ich das mache. So. Aber... Lasst auf jeden Fall nicht nach jetzt hier mit dem Support auf die letzten Metern. Wäre auf jeden Fall korrekt von euch. Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tonks. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wäre es erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Ich versuch's mal bei Giuseppe. Der kriegt so einiges mit. Giuseppe! Okay, ab zu Giuseppe. Wo ist bloß Joe? Übrigens, ich habe ja gerade darüber geredet, dass wir kurz vor Mafia 3 das schaffen. Ich meine,
Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich habe es auf jeden Fall in die Kommentare mal geschrieben. Auf eine Frage hin. Die DLCs zu Mafia 2 werde ich nicht machen. Ja, es sollte ja auch irgendwie zeitlich gesehen logisch sein für euch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die sind einfach scheiße. Also der Joe DLC, Joe's Adventure heißt der, glaube ich. Also die Cutscenes und so weiter sind in Ordnung. Ich habe das mal auch angespielt, damals als ich das Let's Play schon mal gemacht habe zu Mafia 2. Aber auch damals hatte ich einfach keinen Bock, das durchzuzocken, weil die Missionen einfach überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Und der andere DLC mit dem Typen, der aussieht wie Bruce Willis, der ist noch schrecklicher. Der ist richtig, also der ist einfach scheiße. Tut mir leid, das ist meine Meinung. Nee, macht keinen Spaß. Macht einfach keinen Spaß. In die ein, zwei Joe-Videos, die ich gemacht habe, könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr da Bock habt. Aber lohnt sich jetzt nicht wirklich. Hey Giuseppe, ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo Vito, ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin? Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße! Stimmte was er nicht? Naja, sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Typischer italienischer Akzent. Viel Glück, Vito. Pass auf dich auf. Ja, ja, ja. Ich laufe gerade in die falsche Richtung, ne? Oder? Wie kommt man hier nochmal raus? Unten, ne? Scheiße, Mann, ich muss mich beeilen. Joe, Joe, brauch mich! Joe! Ich rette dich! Alles klar, let's go. So, langsam an den Bullen vorbeifahren und jetzt Vollgas geben. Ach ja, Leute. Ich muss aber sagen, so, ich glaube, ich zock jetzt Mafia 3 zum dritten Mal. Ja, doch zum dritten Mal durch. Und es ist immer noch spannend. Es ist immer noch spannend, es macht einfach Bock. Es ist irgendwie wie, als wenn du einen geilen Mafia-Film nochmal dir reinziehst, weißt du? Es ist geil einfach, es macht Spaß, die Story ist immer noch interessant. Ich find's auch saugeil vertont. Und das, was ich von Mafia 3 gehört habe bisher, hört sich auch ganz gut an. Also auch ganz gute Arbeit geleistet. Aber das machen die bei 2K eh, also die 2K-Spiele sind eh ganz gut vertont immer. Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Tag, Leute. Unglaublich, der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also, dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Bin unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Wir hatten dich gar nicht erwartet. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung. Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Und wo du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen. Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Scheiße! Was geht hier vor, Joe? Die Arschlöcher sind nur kurz pissen. Toll.
Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Furz, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich könnte es ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Vito. Was ist hier los? Warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schwitzaugen laufen Amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, mich umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Ich bin zu alt für diesen Mist. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz Ohr. Mr. Vinci, ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir. Joe und ich haben nichts damit zu tun. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist Ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was für ein Jammer. Na endlich. Jetzt aber schnell. Wir müssen was unternehmen. Gut. Vielleicht gibt das Rohr nach. Komm, hilf mir, allein schaffe ich's nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Dreckiges Asch! Komm her, Wichser! Gib her die Knarre. Alles klar. Schleichen wir uns durch, Leute. Nice. Der ist tot. So, jetzt den hier drüben. Mann, ey, der eine Kerl war richtig motiviert, war? Der wollte richtig seinen Job ausüben. Und weg mit dir. Schubst ihn doch direkt runter einfach. Obwohl, vielleicht erst einen Handkantenschlag geben. Soll ich schießen, Leute? Hallo. Scheiß drauf. Ich bin weg. Lass mich leben. Bitte, das Arschloch hat ihn umgebracht. Nein. Es geht doch drauf, Junge. Guck mal, selbst solche Leute, weißt du, wisst ihr, das ist... Das meine ich. Selbst solche random Leute werden richtig gut synchronisiert. Das ist einfach die, das ist die Stimme von Mark Wahlberg. Diese deutsche Synchronstimme. Der macht seinen Job richtig gut. Nimm das, du Arschloch. Oh, Scheiße. Mein Gott, jeder Zweite hat die jetzt anscheinend hinter uns. Alter Schwede, man stirbt hier so dermaßen schnell. Aber das ist das Gute bei dem Spiel. Da macht es keinen Unterschied, ob ihr auf schwer spielt oder auf normal oder so. Das macht keinen großen Unterschied. Ich habe es beim ersten Mal damals auch direkt auf schwer gezockt. Man glaubt es kaum, aber es stimmt tatsächlich. Aber auch weil ich damals extrem auf Gamerscore gezockt habe. Ich meine, alle Xbox-Spieler wissen, was Gamerscore ist. Für die PlayStation, ich weiß nicht, die wissen es doch auch. Ich meine, auf der PlayStation gibt es diese Trophäen, Platin-Trophäen etc., Gold-Trophäen. Und auf der Xbox gibt es ein System, was schon länger gibt und viel, viel besser. Meiner Meinung nach.
Und da kann man halt Gamerscore sammeln. Das habe ich tatsächlich damals gemacht. Ja, ich hatte sehr viel Langeweile, glaubt es mir. Wenn du sowas machst, musst du schon Langeweile haben. Aber ich hatte auch eine sauber, ich wollte eigentlich sagen, eine richtig saugeile, das wollte ich eigentlich sagen, eine saugeile Videothek in der Nähe. Und dementsprechend konnte ich da mir immer die neuesten Spiele ausleihen. Teilweise sogar vor Release. Und das für 1 Euro pro Tag. Also ging das schon. Und das damals noch ohne YouTube Money. Ja. Geil, oder? So. Schön langsam. Denn ich weiß noch ganz genau, in einem Best-of mal von mir wurden hier Szenen aus diesem Abschnitt reingeschnitten. Na los! Scheiße, worauf wartest du? Da ist er doch! Ich weiß nicht mal, wo du bist, Joe. Ach, da. Ist doch aber erstmal schlauer, die Leute hier durch das Feuer abzuknallen. Ja, Leute, wird eine lange Baller-Session hier. Aber irgendwie müssen wir ja hier rauskommen. Nein, 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 nein! Grease Gun. Ey, mit der. Ach, das ist Joe gewesen. Leider nicht zerschießen, die Deckung. Komm raus! Zeig dich! Das ist doch ein Witz! Bestes Timing. Knall ihn ab! Einer noch. Okay, wir haben's. So, wo geht's jetzt hier raus? Hier hinten irgendwo? Ne. Joe? Wo ist denn das Treppenhaus? Oh, wir haben eine Granate aufgehoben. Joe! Ach, hier. Granaten-God Johnny-Style? Oh, Scheiße! Au! Oh, Scheiße, ich sterbe! Scheiße, Leute, fuck. Ja, das ist so, das ist auch so wie, ich meine, ist okay, wir kommen hier durch, sowieso ist ja nicht. Aber. Oh, fuck it. Das ist auch schon wieder so typisch Videospiel. Zum Ende hin nochmal 50 Milliarden Trilliarden Gegner. Das ist bei so vielen Spielen. Ich verstehe auch nicht, warum das immer so ist. Wo sind sie denn jetzt? Kann man hier irgendwie runter? Na komm, du Trottel. Wen jetzt hier, Trottel? Nimm das Schwein in die Mangel. Thank you.
Na dann, Go Johnny. Nee, absolut nicht. Aber da müssten sie doch ungefähr sein, oder nicht? Ja. Erst. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Ach, hier ist eine Treppe. Ja, ist da. Ich hab sie nicht gesehen. Scheiße, Mann, die Folge geht schon wieder so lang. Bitte, ich habe Familie. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, Kumpel. Alles klar. Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. Ja, ja, Joe, ich bin am Start. Beruhig dich. Vito, die haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bring dich zu El Greco. Hey, raus mit dir! Raus hier! Ey! Das ist die Rache, Jungs! Und falls die Mädels zugucken, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen, was das für ein Truck war? Aha, aha, das war ein Fish-Truck. Und wer hat in der vorletzten Folge alles aufgedeckt mit dem Fake-Fish? Aha. Jedes Mal, wenn ich atme. Das war ein Racheakt. Nur die Ruhe. Greco fliegt dich wieder zusammen. Ja, natürlich. Verdammt, jeder Atemzug ist wie ein Messerstich in die Brust. Sei ruhig. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Hör mal, Vito. Danke, dass du gekommen bist und dein Leben für mich riskiert hast. Ey, wir stecken da gemeinsam drin, wie immer. Jetzt halt still, bevor du mir die ganze Hose voll blutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich ab. Genau der richtige Zeitpunkt, um einer verdammten Komiker zu machen. Tief, scheiß Fischgang wollte sich rächen, aber nicht mit mir. Brauchst du Hilfe? Nein, das schaffe ich schon. Was ist mit dem Geld? Bring's zu Bruno. Hast recht. Dann haben wir wenigstens das vom Hals. Guten Abend, Gentlemen. Oh, was ist euch denn passiert? Hey, Doc. Ich hab die Fresse vollgekriegt. Und Spucke. Was ist denn heute wieder los? Ich hab schon einen von euch da. Wen? Er heißt Antonio Balsamo. Tony Balls? Was ist los mit ihm? Jemand hat ihn ziemlich übel zugerichtet. Ich glaube nicht, dass er je wieder laufen kann. Was? Ah, warum so überrascht? So viel Blut. So viele Tote. Dieses Leben habt ihr euch ausgesucht. Eines Tages verlässt ein das Glück. Das nächste Mal bist du vielleicht dran. Genug gepredigt, Doc. Kannst du Joe behandeln? Ja. Aber er wird warten müssen, bis ich Antonio verarztet habe. Ist schon okay, Doc. Also dann, komm rein. Sieh zu, dass du die Sache mit Bruno regelst, okay? Und Vito, danke. Gern geschehen. Gute Besserung. Okay, Leute. Okay. Na gut, ich würde sagen, das war's dann an dieser Stelle. Ja. Reicht für die Folge. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich fahre auch wahrscheinlich schon mal zu Bruno hin. Und ja, könnte sein, dass die nächste Folge schon die letzte ist vor Mafia 3. Die letzte von Mafia 2. Mal sehen. Ich weiß noch nicht ganz genau. Aber mal gucken. Ja, vielleicht mache ich eine fette Party. Ne, fette extra Folge. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, checkt auf jeden Fall gerne auch mal meine Social-Media-Seiten ab, ja, will ich auf jeden Fall auf Instagram und Twitter noch die 10.000 dieses Jahr knacken, seid ein Teil davon, es ist gut für euch, viel Spaß, wenn ihr möchtet, schaut rein und ansonsten bis zum nächsten Mal, tschüss.